Saudi-Arabien befindet sich mit Projekten wie Oxagon, Trojena und der Line in einem Bauboom. Und schon 2013 begann der Bau eines der ambitioniertesten Projekte weltweit, der Jeddah Tower. Doch nach mehr als 5 Jahren Baustopp wird es nun endlich wieder weitergehen. Aber warum gerade jetzt? Was hat sich geändert? Und warum plant das benachbarte Dubai bereits den Bau eines noch höheren Bauwerks? Finden wir es heraus. Der Jeddah Tower wird das erste von Menschenhand geschaffene Bauwerk sein, das eine Höhe von mehr als 1 Kilometer erreicht. Dieser Wolkenkratzer ist Saudi-Arabiens Kandidat, um den Burj Khalifa endgültig vom Thron zu stoßen. Nach seiner Fertigstellung würde er diesen um ganze 180 Meter übertreffen. Und das unter der Annahme, dass der Jeddah Tower nur bis zu 1 Kilometer hoch gebaut wird. Obwohl angekündigt wurde, dass der Turm mindestens 1000 Meter hoch sein wird, ist seine tatsächliche Höhe ein streng gehütetes Geheimnis. In einigen frühen Interviews mit dem Architekten wurde sogar behauptet, dass der Turm sogar 1600 Meter hoch sein könnte, was den derzeitigen Rekord verdoppeln würde. Nach Untersuchungen der Beschaffenheit des Bodens gab es jedoch einige Zweifel an der Durchführung eines solch großen Wolkenkratzers. Bis zur Fertigstellung werden wir nach dem momentanen Stand die Höhe aber wohl nicht genau erfahren. Nach seiner Realisierung wird der Jeddah Tower eine Vielzahl von Luxuswohnungen, Restaurants, Büros, ein Four Seasons Hotel und die höchste Aussichtsplattform der Welt bieten. Die Erbauer hoffen, dass der Bau der Stadt Jeddah einen Platz auf der internationalen Bühne verschafft und ihr denselben wirtschaftlichen Erfolg bringt wie der Burj Khalifa für Dubai. Um zu verstehen, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam, müssen wir zunächst einige Jahre zurückgehen. Es wird niemanden überraschen, dass der Entwurf des 1 Kilometer hohen Gebäudes der Welt eine außerordentlich fordernde Aufgabe ist. Führende Architekten aus der ganzen Welt nahmen an dem Wettbewerb für den besten Entwurf teil. Am Ende setzte sich der Amerikaner Adrian Smith durch, der auch als der Architekt des Burj Khalifa und vieler anderer Wolkenkratzer bekannt ist. Mit all diesen Gebäuden kein schlechter Kandidat, oder? Damals wurde nach der Finalisierung des architektonischen Konzepts auch das führende Bauunternehmen für dieses Vorhaben ausgewählt. Die in Saudi-Arabien ansässige Bin Laden Group erhielt den Auftrag im Wert von über 1,1 Milliarden Euro, um mit dem Bau des Fundaments zu beginnen. Finanziert wurde das größtenteils von der Kingdom Holding Co., einem Unternehmen unter dem Vorsitz des saudischen Prinzen Al-Walid bin Talal. Nach mehr als 5 Jahren Planung begannen 2013 die Bauarbeiten. In den nächsten Jahren ging es auf der Baustelle reibungslos voran und 2017 wurde berichtet, dass das Hauptgebäude eine Höhe von 252 Metern erreicht hat. Auch die Arbeit an dem Fundament wurde als vollständig abgeschlossen gemeldet. Dies galt als ein großer Meilenstein, denn das Projekt war damals bereits zu einem Drittel fertiggestellt. Im selben Jahr wurden jedoch sowohl der Eigentümer der Kingdom Holding Co. als auch der Vorsitzende von der Bin Laden Group im Rahmen der saudi-arabischen Antikorruptionskampagne verhaftet. Dabei handelte es sich um eine Reihe von Massenverhaftungen im ganzen Land, die sich gegen prominente Personen aus der Wirtschaft und Politik richteten. Da der Jeddah Tower ein privat finanziertes Projekt ist, ist sein Erfolg weitestgehend von der finanziellen Unterstützung durch einige wenige Personen abhängig. Die Verhaftung dieser Schlüsselpersonen brachte den Baufortschritt also ins Wanken. Zusätzlich gab es Anfang 2018 arbeitsrechtliche Probleme mit einem Auftragnehmer, was dazu führte, dass die Bauarbeiten vollständig zum Stillstand kamen. Wenig hilfreich war ebenfalls der Ausbruch der Covid-19-Pandemie 2 Jahre später. Zunächst waren also alle Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten verloren. Doch jetzt, nach mehr als 5 Jahren völliger Funkstille, wurde im vergangenen September bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten endlich wieder aufgenommen werden. Der Projektentwickler hatte gerade mit der Suche nach einem neuen Auftragnehmer begonnen, der die Bin Laden-Gruppe ersetzen soll. Mehrere Unternehmen aus Saudi-Arabien, China, Korea und Europa wurden aufgefordert, ihre Angebote für den Auftrag einzureichen. Da diese 3 Monate dafür Zeit haben, wird das Projekt wahrscheinlich frühestens Ende des Jahres einen neuen Auftragnehmer haben. Der eigentliche Grund für die Wiederaufnahme des Projekts wurde noch nicht bekannt gegeben. Trotzdem können wir anhand der uns vorliegenden Informationen und der aktuellen Ereignisse einige Vermutungen anstellen. Zum einen hat sich die Welt größtenteils von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erholt und somit sind die Arbeitseinschränkungen wieder zurückgenommen worden. Im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 war die Weiterführung des Projekts aufgrund der Beschränkungen schlicht unmöglich. Mittlerweile können die Bauunternehmer wieder ganze Teams von Arbeitern auf der Baustelle einsetzen.
Ein wahrscheinlich weiterer Grund hängt mit dem Image des Landes zusammen. Der Jeddah Tower soll die saudi-arabische Antwort auf den Burj Khalifa in Dubai sein. Eine noch nie dagewesene architektonische Meisterleistung, die dem Land das Prestige des höchsten Gebäudes der Welt einbringen würde. Eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit nach all der Planung wäre eine riesige Blamage geworden. Ein völliger Verzicht auf den Jeddah Tower kam für Saudi-Arabien daher nicht in Frage. Ein letzter Grund für die Wiederbelebung des Projekts ist womöglich die saudische Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman. Obwohl der Jeddah Tower nicht von der saudischen Regierung gebaut wird, stimmen ihre Ziele sehr gut überein. Zum einen sollen Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden, zum anderen soll das Land als weltweit führendes Wirtschafts- und Kulturzentrum etabliert werden. Wenn der Bau des Turms ohne Verzögerungen fortgesetzt wird, könnte er bis 2030 fertiggestellt werden. Obwohl der Jeddah Tower schon für sich genommen beeindruckend ist, ist er nur ein Teil eines größeren Megaprojekts, die Jeddah Economic City. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, damit euch unsere Videos in Zukunft vorgeschlagen werden. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber nun zurück zur Jeddah Economic City. Bei dieser handelt es sich um ein umfangreiches Projekt, mit dem die für ihre Hotels und historischen Viertel bekannte Hafenstadt neu aufleben soll. Mit einer strategisch günstigen Lage an der Küste des Roten Meeres und nördlich vom internationalen Flughafen King Abdul Aziz soll sich die Stadt zu einem wichtigen touristischen, religiösen und wirtschaftlichen Zentrum entwickeln. Sie wird sich über eine Gesamtfläche von 5,2 Quadratkilometern erstrecken und soll bis zu 19 Milliarden Euro kosten. Ein Großteil der Finanzierung wird von privaten Investoren und Krediten saudischer Banken stammen. Im Zentrum soll der Jeddah Tower als Symbol für die technischen und wirtschaftlichen Fortschritte Saudi-Arabiens stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Bauarbeiten der ersten Phase bereits weit fortgeschritten. Neuesten Berichten zufolge sind das Straßennetz und die Grünanlagen zu 90% abgeschlossen. Und das trotz der Kontroverse um die Verhaftung von Prinz Al-Walid bin Talal. Es scheint, als würden die Bauarbeiten rund um die Stadt also besser laufen als die Bauphase des Jeddah Towers. Sobald die Fundamente fertiggestellt sind, kann die Stadt sofort mit der Verpachtung der Grundstücke für verschiedene Immobilienentwickler beginnen. Man geht davon aus, dass allein in der ersten Phase der Entwicklung 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Zur Fertigstellung sind momentan bis zu 200 Wolkenkratzer rund um den Jeddah Tower mit sowohl Gewerbe- als auch Wohnflächen geplant. Die Stadt wird außerdem in drei Bereiche unterteilt. Ein Wohnviertel, ein Finanzviertel und eine moderne Nachbildung von Al-Balad, dem historischen Viertel von Jeddah. Doch was bedeuten diese neuen Entwicklungen rund um den Bau des höchsten Wolkenkratzers für den Rest der Welt? Zum einen ist das benachbarte Dubai wahrscheinlich nicht sehr erfreut über die Nachricht, dass die Bauarbeiten am Jeddah Tower wieder aufgenommen werden. Immerhin droht das Emirat, den Titel des höchsten Gebäudes der Welt zu verlieren, den sie bisher 14 Jahre verteidigen konnte. Der Burj Khalifa und sein Status haben maßgeblich dazu beigetragen, Dubai zu dem touristischen und wirtschaftlichen Zentrum zu machen, das es heute ist. Diesen Status jetzt an die Nachbarn aus Saudi-Arabien zu verlieren, wäre natürlich ungünstig für die Hauptstadt der Arabischen Emirate. Dabei ist das noch nicht alles. Dubai droht auch das Rennen um den Bau des ersten kilometerhohen Bauwerks der Welt zu verlieren. Ihr Vorhaben, der Dubai Creek Tower, sollte die Antwort auf den Jeddah Tower sein. Hauptsache höher als die Konkurrenz aus Saudi-Arabien. Aufgrund einer technischen Kleinigkeit wäre aus diesem Plan jedoch sowieso nichts geworden. Denn eigentlich zielt der geplante Dubai Creek Tower gar nicht als Wolkenkratzer, da weniger als 50% seiner Höhe bewohnbar sind. Nach seiner Fertigstellung wäre er zwar immer noch das höchste jemals errichtete Bauwerk, aber der Rekord für das höchste Gebäude würde wahrscheinlich trotzdem an Saudi-Arabien gehen. Ähnlich wie sein Konkurrent aus Dubai wurde auch dieses Projekt wegen der Covid-19-Pandemie für einige Zeit aufgegeben. Doch gerade als Saudi-Arabien die Fortsetzung der Bauarbeiten bekannt gab, kündigte Dubai an, das Konzept ihres Turms überarbeiten zu wollen. Auch hier könnte also in naher Zukunft der Bau fortgesetzt werden. Ein Zufall? Eher nicht. Dubai hatte dieses Projekt schon seit vielen Jahren auf Eis gelegt. Und jetzt, nach der Ankündigung der Wiederaufnahme der Bauarbeiten rund um den Jeddah Tower, meldet sich auch das Arabische Emirat wieder. Ganz ähnlich war der Ablauf, als der Bau 2017 gestoppt wurde.
Plötzlich verkündete auch hier Dubai kurz darauf Verzögerungen rund um den Dubai Creek Tower. Dubai scheint also einen Plan in der Hinterhand zu haben. Wir bleiben in jedem Fall gespannt bei diesem Wettrennen um das höchste Gebäude der Welt. Sollte einer dieser Türme jemals fertiggestellt werden, werden wahrscheinlich auch andere nochmal darüber nachdenken, etwas noch Höheres zu bauen. Wer weiß, vielleicht ist ein kilometerhohes Gebäude in ein paar Jahrzehnten gar nicht mehr so ungewöhnlich. Was denkt ihr über den Jeddah Tower? Wird er dieses Mal wirklich fertig? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.